Mein Name ist Michael Fiebig. Ich bin Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse, in der wir uns heute zusammengefunden haben. Und ich freue mich außerordentlich, dass so viele von Ihnen gekommen sind, um unserer heutigen Veranstaltung beizuwohnen. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen zu Beginn sage, dass uns das Schicksal der Menschen, die in Hamburg bei diesem Attentat ermordet worden sind, sehr berührt. Und dass es eine menschliche Tragödie ungeheuren Ausmaßes ist, die man gar nicht beschreiben kann. Und die auch eine große Tragödie ist für Ihre Gemeinschaft, von denen viele von Ihnen Mitglied sind, wie ich weiß, weil ich schon lange mit Ihnen zusammenarbeiten darf. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich möchte das Wort überleiten an meine beiden Kollegen, Laura Miethe, Gedenkstättenpädagogin für den Bereich Nationalsozialismus bei unserer Gedenkstätte seit anderthalb Jahren. Und seit Sommer steht uns auch Niklas Poppe zur Verfügung, der den Bereich sowjetische Besatzungszeit und dann MFS in der DDR vertritt, hier die Programme gestaltet und große Teile der Pädagogik bereits neu konstruiert. Laura wird es auch übernehmen, unsere beiden Gäste zu begrüßen und mit einigen wenigen Sätzen vorzustellen. Und es ist ja mal seltsam, wenn man an so einem Ort sagt, ich freue mich auf die Veranstaltung, aber ich freue mich tatsächlich drauf. Herzlichen Dank. So, ja, auch von meiner Seite guten Abend, herzlich willkommen. Ja, Herr Fiebig sagte gerade in wenigen Sätzen, trotzdem habe ich es mir kurz notiert, damit ich nichts Falsches sage. Ja, wir freuen uns, dass die beiden heute anwesend sind. Einmal Frau Dr. Christel Wickert, die promoviert hat über Frauen im Reichstag und im Preußischen Landtag, die zahlreiche Lehraufträge an verschiedenen Universitäten hatte und die als Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte unter anderem Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus hat, was natürlich auch zum Thema des heutigen Abends passt. Und Herrn Falk Bersch, ohne den wären wir gar nicht hier heute Abend, der hat uns nämlich den Tipp gegeben ursprünglich, doch mal in Ravensbrück anzufragen und die Ausstellung über die Verfolgung der Zeugen Jehovas hierher zu holen, was wir dann auch sehr gerne gemacht haben. Herr Berschs Arbeitsschwerpunkte sind DDR-Strafvollzug, NS-Haftorte, Geschichte der Kriegsdienstverweigerung, was natürlich auch zu unseren Themen passt. Und er ist auch Buchautor, unter anderem von dem Buch Aberkannt aus dem Jahr 2017. Das liegt da hinten auch auf dem Büchertisch und er wird auch nachher da noch einiges zu sagen. Auf diesem Buch basiert auch die Ausstellung, an der beide, sowohl Herr Bersch als auch Frau Dr. Wickert, beteiligt waren. Also wir werden heute noch einiges hören, sicherlich über die Ausstellung, aber natürlich auch über die geschichtlichen Hintergründe dazu. Dann darf ich übergeben an Sie beide und ich freue mich auf jeden Fall irgendwie auf diesen Abend, auf diese Veranstaltung. Ich kann schon machen. Ja, wir haben uns abgesprochen, Herr Bersch und ich, nicht zu lange Vorträge zu halten, sondern einen kurzen Überblick, einen Einblick zu geben. Und ich beginne eigentlich mit zwei Vorbemerkungen. Die Vorbemerkung 1. Wollen wir die politisch-religiöse Verfolgung von Jehovas Zeuginnen und Zeugen verstehen, gehört dazu auch in die Geschichte der Entstehung dieser heute in der Bundesrepublik anerkannten Glaubensgemeinschaft zu schauen. Deswegen beginnt die Ausstellung, die wir beide 2017-18 erarbeiteten und auf den Weg schickten, genau mit der Vorgeschichte im ersten Teil. Diejenigen, die vielleicht schon jetzt durchgegangen sind, finden da zwei Tafeln, die genau darauf eingehen. Und wie wichtig das ist, so zu informieren, haben wir ja auch in den letzten 10 Tagen oder ja, letzten Wochen erleben dürfen, wie viele Mythen da aufgebaut werden. Im Teil 2 mit 4 Tafeln beschäftigt sich die Ausstellung mit der Zeit des Nationalsozialismus mit Fokus auf Ravensbrück.
Teil 3 mit ebenfalls 4 Tafeln widmet sich der Situation der Zeuginnen und Zeugen in der SBZ und DDR. Und im letzten Teil betrachten wir die Verfolgung in der Bundesrepublik und die weitere Entwicklung nach 1990 bis hin zur Anerkennung der Opfer und des Gedenken in verschiedenen ausgewählten Orten der Verfolgung. Ausgewählt. Inzwischen gibt es eine Menge mehr. Flankiert werden die Informationstafeln durch 12 Biografiebücher auf Tischen mit Dokumenten und Fotos von je zur Hälfte Frauen und Männern, darunter 4 Ehepaare. Ich spreche zunächst über die Zeit des Nationalsozialismus und die Vorgeschichte. Dies exemplifiziere ich dann am Beispiel von Alfred und Elisabeth Pützmann, die ausführlich in 2 der gerade erwähnten Biografiebücher in der Ausstellung auch dargestellt werden. Da sie zur Gruppe der Zweifachverfolgten, sowohl im NS als auch in der DDR gehören, macht mein Kollege Bersch an ihrem weiteren Lebensweg die Schwierigkeiten in der SBZ und DDR deutlich. Stimmt doch, ne? Ja. War doch so. Vorbemerkung Nummer 2. Angesichts der Bedeutung der Haftgruppe der Zeugin Jehovas innerhalb der Geschichte der Häftlingsgesellschaft Ravensbrück und auch, also nicht nur Frauen, bekannt ist im Allgemeinen immer nur das Frauenlager, es gab auch ein Männerlager, was später eingerichtet wurde, in dem auch Zeugen Jehovas inhaftiert und zur Zwangsarbeit eingesetzt waren. Nahm die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück den Vorschlag von Falk Bersch für eine Wanderausstellung gerne auf. Ich hatte bereits in den 90er Jahren erstmals zur Verfolgung von Zeuginnen Jehovas im Nationalsozialismus publiziert. Mich hatte beim Studium der Akten der Gestapo-Leitstelle Düsseldorf sehr interessiert, wie das Festhalten an der religiösen Überzeugung und die Gemeinschaft den Glaubensbrüdern und Schwestern mit der Verfolgung eine große Chance zum Überleben bot, weil sie, wie ja auch politische Gegner des Regimes, genau wussten, weshalb sie verhaftet worden waren. Das macht einen entscheidenden Unterschied aus, wenn man weiß, was der Grund ist. Mit unserem Vorwissen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen konnten wir beide uns, das darf ich eigentlich sagen, kongenial ergänzen. Ich habe dann immer die kritischen Fragen von außen gestellt und Herrn Bersch in die Verzweiflung getrieben. Aber wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt. Wir orteten den Weg von 1893 als Bibelforscher, damals genannt erstmals in Deutschland missionierten, über die Verfolgungsperioden historisch ein. 1939, und deswegen war die Mahn- und Gedenkstätte auch so interessiert, stellten Zeugin Jehovas in dem neu eingerichteten Frauen-KZ Ravensbrück mit 388 Häftlingen aus dem KZ Lichtenburg die größte Gruppe dar. Lichtenburg liegt also am äußeren Ende von Sachsen-Anhalt, ist ja heute auch noch eine Gedenkstätte. Bis zur Befreiung waren insgesamt 782 Bibelforscherinnen und 218 Bibelforscher inhaftiert. Circa 100 von ihnen überlebten die Haft in Ravensbrück nicht, was ein ziemlich hoher Anteil ist. Woher kommen die Zeugen Jehovas? Den meisten von ihnen erzähle ich jetzt überhaupt nichts Neues, aber manchen vielleicht doch. Sind eine Religionsgemeinschaft, die zu den chiliastischen Gemeinschaften gehört, deren Geschichte in der Tradition der religiösen Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts steht. Ihr Zulauf wuchs mit der Industrialisierung als Folge der damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen und des Bedeutungsverlustes der großen Kirche, muss man deutlich so sagen. 2022 engagierten sich weltweit 8,7 Millionen Menschen bei den Zeugen Jehovas. Mehr als 175.000 in über 2.000 Gemeinden wurden in Deutschland gezählt. In Sachsen-Anhalt leben, ich habe das mal versucht zu recherchieren, etwa 2.000 Zeugen Jehovas. Sie mögen mich berichten.
fand ich im Internet. Nicht nur im Nationalsozialismus, sondern auch in der DDR und in der Bundesrepublik waren sie aus unterschiedlichen Gründen verfolgt. 1990 in der DDR und im föderalen System der Bundesrepublik ab 2006 in Berlin, ab erstem Bundesland, erhielten Zeugen Jehovas die Körperschaftsrechte. Damit gehören sie zu den mehr als 30 öffentlich anerkannten Religionsgemeinschaften. Jetzt kommen wir mal das Erste. Ah, nee, noch nicht. Allgemein bekannt zur Vorgeschichte in unserer Gesellschaft ist meist nur, dass Zeugen Jehovas den Kriegsdienst verweigern und nicht zur Wahl gehen. Das ist aber beileibe nicht alles. Die wenigsten wissen, dass schon im Ersten Weltkrieg Zeugen Jehovas den Kriegsdienst verweigerten. Die meisten wurden in Lazaretten oder Kantinen eingesetzt. Ohne dass da, also einige wurden auch verfolgt, aber der überwiegende Teil, es wurde toleriert. Komisch, dass das ging zwischen 1914 und 1918. In der Weimarer Republik wurden Zeugen Jehovas als Hausierer angezeigt, weil sie missionierten. Zu wie vielen Verurteilungen es damals kam, wissen wir nicht, ne? Oder wissen Sie es inzwischen? Vor 5 Jahren wussten wir es nicht. Sie wurden jedoch bereits in der ersten Hälfte der 20er Jahre mit verschwörungserzählerischen Behauptungen von Seiten des aufkommenden Nationalsozialismus diffamiert. Hauptargument war unter anderem, die Organisation sei im Rahmen der Vorbereitung einer angestrebten bolschewistischen Revolution von Juden und Freimaurern finanziert. Also da kann man, ne, also wir kennen ja heute wieder diese Schwurbelgeschichten. Das ist ja genauso noch völlig also zusammenhanglos, zusammengedichtet. Ja. 1933 zählten 25.000 Personen zur Religionsgemeinschaft. 1931 erfolgte die Umbenennung des Namens von Ärzte Bibelforscher oder Bibelforscher in Zeugen Jehovas, um sich von anderen chiliastischen Gemeinschaften zu unterscheiden. In den staatlichen und polizeilichen Akten finden wir doch diesen Begriff überwiegend in der NS-Zeit. Also wenn ich Gestapo-Akten durchgucke, ist immer nur von Bibelforschern die Rede. Ja. Also ich brauchte eine Weile, um zu kapieren, dass der Begriff schon abgeschafft war. Aber war so. So, jetzt kommen wir doch mal. Kommen wir zum Nationalsozialismus. Da Bibelforscherinnen und Bibelforscher jedes gesellschaftliche Engagement ablehnen, wurde die Organisation von Anfang an behindert und 1935 verboten. Es gibt verschiedene Tatbestände, weswegen Zeuginnen und Zeugen Jehovas verhaftet, abgeurteilt und dann anschließend ins KZ kamen. Wobei man sagen muss, nach Urteil und Absitzen der Haftstrafe dann ins KZ zu kommen, das betraf nicht nur Zeuginnen und Zeugen Jehovas. Das war in der Regel also ein nahtloser Übergang, weswegen manche, die das System durchschaut haben, mir dann irgendwann auch gesagt haben, weißt du, eigentlich konnte ich nur Interesse haben, möglichst lange verurteilt zu werden. Dann war ich in der Haftanstalt, das war sicherer als im KZ. Und es war uns klar, dass wir anschließend, dass uns KZ drohte. Also das nur, aber das drohte letztendlich allen. Die erste Verordnung, nach der Zeugen Jehovas verhaftet worden, war die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 nach dem Reichstagsbrand. Und zwar, weil sie am 5. März nicht zur Wahl gingen. Wobei zu dem Zeitpunkt die Wahlpflicht noch gar nicht galt. Also das war sozusagen self-fulfilling prophecy, man hat es vorweggenommen. Dann als nächstes war das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei vom 20. Dezember 1934, was sich bezog auf Leute, die im privaten oder beruflichen Umfeld sich irgendwie pejorativ äußerten oder einen blöden Witz über was weiß ich was
Himmler als Teppichbeißer oder irgendwas machten. Also das betraf eine ganze Menge Leute, nicht nur Zeugen Jehovas. Und dann kam die Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Das wäre auch, das sind ja also irre lange Worte. Vom 17. August 1938, da war eigentlich verboten, dass man an der Kriegsberichterstattung ab da schon, ab vor Kriegsbeginn, wenn man an der Kriegsberichterstattung zweifelte, dass man dann verhaftet wird und dann eben auch danach vor Ort verurteilt wird. Wobei die Nazis keinen Unterschied machten, ob Verordnung oder Gesetze, das muss man auch, also sie handelten jeweils eigentlich gleich. Verordnung kam dann zustande, wenn es sozusagen was ganz Neues war, wie die Verordnung von 1933 oder dann die Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Sie haben nicht grundsätzlich das Gesetz geändert, sondern haben dann einfach was obendrauf gesetzt. So muss man sich das vorstellen. Ja, das hat juristisch völlig unbedeutend. Und da haben sich auch also an nichts gehalten. Und dann nach der Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des deutschen Volkes vom November 1939 stand dann also Wehrdienstverweigerung auch die Todesstrafe. Wobei man sagen muss, es ist glaube ich 1938 die Wehrpflicht wieder eingeführt worden, oder war das schon 1936, aber letztendlich kommt es auf die 2 Jahre auch nicht an. Weil vorher herrschte keine Wehrpflicht zwischen 1918 und also 20 Jahre, knapp 20 Jahre herrschte keine Wehrpflicht in Deutschland. Wenn man das jetzt insgesamt betrachtet, dann wurden 11.300 Zeuginnen und Zeugen Jehovas inhaftiert und insgesamt mehr als 1.500 verloren ihr Leben. 370 Kriegsdienstverweigerer waren darunter, die hingerichtet wurden. Wobei wir heute auch wissen, dass die Mehrheit der als Kriegsdienstverweigerer hingerichteten Männer Zeugen Jehovas gewesen sind. Das wussten wir lange nicht. Haben wir uns irgendwie nicht drum gekümmert. In ein KZ kamen 2.800 deutsche Zeuginnen und Zeugen, wobei unter Deutsche auch die Österreicher 1938 zählten und 1.400 aus den von Deutschland besetzten Ländern, vorwiegend aus Osteuropa. Ich wurde irgendwie eben schon, als ich meine 10 Minuten Kurzführung durch unsere Ausstellung machte, danach gefragt, Zeuginnen und Zeugen Jehovas fielen im KZ durch den Gemeinschaftsgeist und durch ihre Weigerung zum Zwangsarbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie auf. Das hat man dann aber im Wesentlichen toleriert und sie sonst anderweitig eingesetzt, weil für die SS war es sehr praktisch, weil Zeugen Jehovas lehnten die Flucht aus religiösen Gründen ab. Da gibt es also, habe ich dann irgendwann in Selters im Archiv gefunden, es gibt einmal eine zweiseitige Anweisung von Himmler über den Einsatz von Zeuginnen Jehovas in Haushalten, wie praktisch das ist, weil die alles wunderbar machen und auch sozusagen gute Kindermädchen sind und. Und dann gibt es eben einen Hinweis, nochmal eine fast wortgleiche sozusagen Hinweisblatt über Zwangsarbeitseinsatz von Zeugen Jehovas im Außendienst. Sprich, dass sie in irgendwelchen Außenlager als Helfer, sei es beim Bau, sei es in der Gartenwirtschaft etc. Eingesetzt sind. Warum ist das so? Die meisten wissen das ja. Also Zeugen Jehovas betrachten die Haft als Prüfung nach Jehovas Willen. Gottes Autorität steht über der weltlichen und somit auch gegenüber staatlichen Autoritäten. Im Grunde genommen kehrten sie sich wenig drum, was
was dann nach außen hin irgendwie galt. Also kennen wir eine Geschichte von Hartz Walde. Da waren die, wir hatten ja auch keine Häftlingskleidung an, gab es irgendwie so einen Empfang. Und für die Leute, das waren irgendwelche hohen SS-Tiere, war nicht erkennbar, dass es sich um Häftlinge handelt. Und wenn die irgendwie besonders nett serviert haben mit ihren Schürzchen und ihren Mützchen, nicht, dann haben die denen Geld zugesteckt. Und am Ende des Abends haben sie der Hausherrin das Geld abgeliefert. Wo ich irgendwie versucht habe, für mich zu ergründen, warum hat man das nicht sozusagen für sich behalten, das wäre ohne weiteres möglich gewesen und hat es dann zum Beispiel für heimliche Aktionen versucht zu benutzen. Papier zu besorgen, was knapp war, um Informationsblätter zu machen, etc. Das wäre jetzt mein Blick von außen gewesen. Das wäre ja sehr praktisch gewesen. Es war nicht ganz einfach, sich Papier zu besorgen, um Informationsblätter zu produzieren. Ja, und das möchte ich jetzt mal anhand des Ehepaars Pützmann konkretisieren, wie das aussah. Der 1912 geborene Kurt Alfred Pützmann aus Bütow in Pommern lernte nach der Befreiung auf Gut Harzwalde bei Fürstenberg nahe Ransbrück seine ein Jahr später in Oberschlesien geborene spätere Frau Elisabeth kennen. Beide waren Mitte der 30er Jahre unter dem Verdacht, Bibelforscherin bzw. Bibelforscher zu sein, in die Fänge der Gestapo geraten, nachdem die Organisation offiziell verboten worden war. Sie hatten bereits Kontakt zu Bibelforscherinnen und Bibelforschern. Elisabeth über einen Onkel seit 1933. Kurt wurde 1937 als Kriegsgegner verhaftet. Seine gleichzeitig inhaftierte Mutter soll wenig später als haftunfähig wieder entlassen worden sein. Über sie und seine Großmutter war er in Kontakt zu den Bibelforschern gekommen. Die spätere Elisabeth Pützmann, damals ungelernte Arbeiterin Elisabeth Radomski, war zunächst nach der Schule als Hausmädchen tätig und hatte nach dem Kriseln ihrer Ehe und Tod ihres kleinen Sohnes 1933 zu den Bibelforschern gefunden. Eine dreimonatige Haftstrafe, während der ihr Mann die Scheidung einreichte, verbüßte sie bis Ende März 1936 im Frauengefängnis Berlin-Barnimstraße, das ist in Berlin-Mitte. Das war damals das größte Frauengefängnis. Nach der Freilassung zog sie wieder zu ihren Eltern nach Hennigsdorf. Da sie sich weiterhin nicht an Wahlen beteiligte, wurde sie von ihrem Arbeitgeber, der AEG, im Herbst 1936 entlassen. Hätten sie auch nicht machen müssen, haben sie aber getan. Daraufhin wurde sie vom Sondergericht Berlin I nach § 4 der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat von 1933 zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnishaft verurteilt. Das hat sie im Klingelpitz in Köln verbüßt. Anschließend, und das ist das Entscheidende, kam sie ganz normal in Schutzhaft ins KZ Lichtenburg um 1938 nach Ravensbrück und wurde zunächst in Gut Zernikow in Großwaltersdorf als Hausgehilfin eingesetzt, bei der dort seit 1777 ansässigen Zweig der Familie von Arnim. Dazu muss man sagen, die Familie von Arnim besaß zwei Hauptzweige, verschiedene kleinere Zweige, besaß einen Haufen Güter und es war sehr praktisch, wenn man so einen Gutshof hatte und billige Arbeitsrechte brauchte, im KZ Ravensbrück eine Anfrage zu stellen und nachzufragen, bekamen sie in der Regel, die SS hat das Geld dann für die Finanzierung ihrer Organisation genutzt. Der Ort ist übrigens heute rekonstruiert, ein Betrieb,
für Veranstaltungen. Es gibt aber keinerlei Hinweis auf die, dass dort KZ-Häftlinge eingesetzt worden sind. Man beruft sich auf die Familie von Adem und Pipapo, aber nichts. Die spätere Elisabeth Pützmann konnte an ihre Erfahrung als Haushaltshilfe anknüpfen und damit eben an Alterserfahrung, was ihr auch wieder das Überleben erleichterte. Für die SS waren die Zeugen Jehovas so ideal, weil sie eben keine Bewachung benötigten. Also der Einsatz von Personal war gleich null, aber sie taten ihre Arbeit. Dann wechselte Elisabeth Pützmann eben von Zernikow nach Harzwalde. Das war das Gut des Landwirts und Chiropraktikers Felix Kersten, Himmlers privatem Masseur. Hier befand sie sich von Januar 1942 bis Anfang 1945 als Teil eines Außenkommandos von Ravensbrück. Also genau wissen wir es nicht, aber es waren vermutlich über 50 Zeugen Jehovas, die eben auch in der Landwirtschaft tätig waren, 37 Frauen und 17 Männer. Eigentlich alle ohne Häftlingskleidung, das hat also niemand bemerkt. Kerstens zogen sich Anfang 1945 in das Herkunftsland des Familienvaters nach Schweden zurück. Nach 1989 gelang es dem Sohn, das Grundstück mit kleinem Gutshaus zwar zurückerhalten, aber wie wir beide bei unserem Ausflug nach Harzwalde dann irgendwann feststellten, sind die Gebäude inzwischen durch Vandalismus zerstört. Also da hat irgendwie nichts draus machen können. Und was mich dann auch noch verwundert hat, ist, da sein Vater ja irgendwie in den Nationalsozialismus involviert war, warum er das überhaupt geschafft hat, weil nach dem Einigungsvertrag von 1990 sollte Restitution nicht für Nachfahren von Tätern gelten. Im weitesten Sinne könnte man Kersten natürlich auch als Mitläufer bezeichnen, aber man könnte auch sagen, er war Täter und dann hätte dem Sohn das eigentlich nicht zugestanden. Dieses Gut war dann im Frühjahr 1945 eine Sammelstätte für Zeugen Jehovas aus dem KZ-Komplex Ravensbrück. Einige Häftlinge befanden sich dann bis Ende des Jahres 1945 dort. Es entwickelte sich eine Gemeinschaft, die sich in der Gärtnerei und der Landwirtschaft selbst versorgte. Neue Mitglieder wurden getauft, so auch Elisabeth Meyer, wie sie damals noch mit ihrem Ehenamen dann eben hieß. Hier lernte sie auch ihren späteren zweiten Mann, Kurt Pützmann, kennen, der ebenfalls erst in Harzwalde getauft wurde. Kurt Pützmann, der gelernte Schlosser mit eigener Werkstatt, hatte ab 1936 keine Aufträge mehr, weil er sich weigerte, Mitglied einer NS-Organisation zu werden. Die Verhaftung erfolgte zusammen mit seiner Mutter, ich erwähnte es bereits, 1937 verurteilte ihn das Sondergericht Köslin, liegt heute in Polen, auf der anderen Seite der Oder, beim Oderbruch zu 7 Monaten Haft und auch für ihn galt, er kam anschließend in Schutzhaft. KZ Sachsenhausen, Niederhagen, Ravensbrück, von dort kam er in das Außenlager Kontorei. Das Gut Kontorei war ein Geschenk von Himmler an den Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl, 1892 bis 1951, als Hauptverantwortlicher, und deswegen erwähne ich ihn hier gerne in Gänsefüßchen, Sie verstehen das richtig, als Hauptverantwortlichen für die KZs und die Ausbeutung und Ermordung der Insassen wurde er in Nürnberg vom US-Militärgericht zum Tode verurteilt und trotz zahlreicher Bemühungen nicht begnadigt, erzählt sind ganz wenige nie nicht begnadigt worden und hingerichtet. Er hat dann allerhand angestellt, also ich meine von Verurteilung 1946 bis zur Hinrichtung sind ja 5 Jahre vergangen. Er hat dann also ein Pamphlet, ein dickes Pamphlet geschrieben, Mein Weg zu Gott, und hat sich dann also als derjenige, der christlich geläutert ist und deswegen nicht hingerichtet werden kann, dargestellt.
Es gab Demonstrationen von Schwurblern, wie wir heute sagen würden, Verschwörungserzählern, vor dem Gefängnis in Landsberg, wo er einsaß, in Bayern. In diesem Kontext gründete sich die HIAG, die Hilfsgemeinschaft auf gegenseitige Hilfe, initiiert von Himmlers Tochter Gudrun, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben inhaftierten Tätern auch zu helfen. Also was da in Landsberg abging, ich habe davon mal Fotos gesehen, das hat mich dann doch erinnert an das, was eben zum Teil auch hier in der Corona-Zeit dann abging. Ja, er wurde trotzdem hingerichtet. Das Gut selbst, ich gehe nochmal zurück, wurde ab 1941 mit Hilfe der Zeugen Jehovas und von Pohls Frau als Versuchsgut für ökologischen Landbau bewirtschaftet. Dazu muss man wissen, dass Himmler einen Flitz für ökologischen, der war ja Landwirt von Hause aus, der hatte einen Flitz für ökologischen Landbau. Deswegen gab es an verschiedenen KZ-Standorten gab es eben auch Versuchsgärten für ökologische Landwirtschaft und das war eben dort in der Konterei eben auch. Die Zeugin Jehovas waren im Haushalt und als Kindermädchen angestellt. Angestellt ist harmlos gesagt, zum Zwangsarbeit eingesetzt. Und Zeugen Jehovas, unter ihnen Pützmann, zu arbeiten beim Bau, Ausbau des Gutes und in der Landwirtschaft gezwungen. Mit zwei Zeuginnen, die als Kindermädchen tätig waren, dann schon zu dem Zeitpunkt über 3 Jahre und sich weiterhin für die beiden Mädchen Pohls verantwortlich fühlten, flüchtete die Familie vor dem Eintreffen der sowjetischen Armee 1945 nach Süddeutschland. Nach Kriegsende gehörte Pützmann zu den Zeugen Jehovas, die sich ja auf Gut Harzwalde versammelt hatten, bevor sie in den Alltag zurückkehrten. Was er nicht wusste und damals nicht mitgekriegt hat, war, dass Pohl nach der Flucht seiner Familie veranlasste, dass das Gutshaus von einem SS-Kommando niedergebrannt wurde. Heute befindet sich das Gelände am großen Gardasee in Privatbesitz. Sie können dort eine Ferienwohnung mieten, wenn Sie möchten. Soweit. Vielen Dank. Der Antibolschewismus steht bei den Zeugen Jehovas wie bei jeder faschistischen Organisation an erster Stelle. Die Zeugen Jehovas wurden also von dem jeweiligen Regime bekämpft mit völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfen. Und die Frage, die mich beschäftigt hat und dann auch zu diesem Buch veranlasst hat und die mich eigentlich immer noch beschäftigt, ist: Wie war das möglich, dass 5 Jahre nach Zerschlagung des Hitlerfaschismus diese Glaubensgemeinschaft, Religionsgemeinschaft wieder verfolgt wurde, und zwar so drastisch? Kommen wir erstmal zu ein paar Zahlen. Von welchen Gesamtzahlen sprechen wir? Es hat 1950 in der DDR etwa 23.000 Zeugen Jehovas gegeben. Wenn wir wissen, dass es 1933 im gesamten Deutschen Reich etwa 25.000 Zeugen Jehovas gegeben hat und dann diese Verfolgung durch die Nationalsozialisten sehen, dann war das eigentlich sehr viel. Von diesen sind 1945, also ich rechne jetzt mal die sowjetische Besatzungszone mit ein, bis 1985 6.047 verhaftet wurden. Das ist die Zahl, die wir wissen.
Und bis 1962 waren 2.253 Frauen und Männer auch inhaftiert, also nach einer Verurteilung. Ab 62 bis 65 sind 2.750 junge Männer außerdem wegen Wehrdienstverweigerung zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie finden diese Zahlen auch alle in der Ausstellung. Wir können das NS-Regime natürlich nicht mit der SED-Diktatur jetzt gleichsetzen, auch was die Behandlung der Zeugen Jehovas betrifft. Trotz ähnlicher Vorwürfe und Parallelen, die man finden kann, gibt es doch Unterschiede. Zum einen hat sich die Vorgehensweise gegen die Religionsgemeinschaft, ich glaube, wir können das andere erstmal noch lassen. Ja, okay. Ja. Genau, danke. Die hat sich im Lauf der Zeit unterschiedlich entwickelt. Also bei den Nationalsozialisten war das so, dass die Verfolgung sich radikalisierte, während in der DDR über die Jahre eine gewisse Entspannung eintrat. Also am Anfang des NS-Regimes waren die Haftstrafen noch relativ gering, manchmal nur wenige Monate. Im Zweiten Weltkrieg galt dann ein Menschenleben nichts mehr. In der DDR war es, wie das Detlef Gabel mal ausdrückte, es hat mit einem Paukenschlag begonnen, also in der Zeit des Stalinismus mit hohen Zuchthausstrafen und ist dann im Laufe der Jahrzehnte abgeflacht, bis es dann in den 80er Jahren mehr so eine geheimdienstliche Bearbeitung war, eine Zersetzung und andere Methoden, die Staatssicherheit gegen die Zeugen Jehovas angewandt hat. Aber das bedeutet eben auch, dass die gerade aus den Konzentrationslagern freigekommenen Zeugen Jehovas nun erneut diese volle Wucht der Verfolgung gespürt haben und dementsprechend waren dann natürlich auch die Schicksale. Es ist schwer, Zahlen zu vergleichen. Also wir haben ja einen unterschiedlichen Zeitraum, 12 Jahre DDR, 12 Jahre Nationalsozialismus stehen 40, 45 Jahre gegenüber. Das Territorium war ganz anders, ne? Das Deutsche Reich in der damaligen Größe und die relativ kleine DDR. Und es gab nach 1945, ohne den Schrecken des Stalinismus kleinzureden, keinen Zweiten Weltkrieg, keine Vernichtungslager, kein Holocaust, keine Vernichtung unwerten Lebens. Und das sieht man an den Zahlen der Todesopfer ganz deutlich. Das hat Frau Dr. Wiggert auch schon gesagt, diejenigen, die hingerichtet wurden und die 950 deutschen Zeugen Jehovas, die in den Haftanstalten und KZs umgekommen sind. In der SBZ-DDR waren das 62 Zeugen Jehovas, die in den Haftanstalten ums Leben gekommen sind. Und es gab in der DDR keine Todesurteile gegen Zeugen Jehovas. Aber, und das interessiert uns jetzt, Kurt Pützmann gehörte zu den mindestens 325 Zeugen Jehovas, die sowohl im Dritten Reich als auch in der DDR wegen ihrer Glaubensüberzeugung inhaftiert waren. Vielleicht können wir den Pützmann nochmal... Danke. Nachdem beide, Kurt und Elisabeth Pützmann, im Mai 1950 der Status als Opfer des Faschismus aberkannt wurde, hat Kurt Pützmann ein Einschreiben an den VDN, Landesprüfungsausschuss in Potsdam geschickt, Verfolgte des Naziregimes. Und dort stand folgender Satz: Als wir vom Joch der Nazis befreit wurden, hofften wir, dass wir niemals wieder in Gewissensnot gebracht würden. Besonders erwarteten wir es nicht von solchen, die unsere Leidensgenossen waren. Also aus dem Satz spricht einmal Enttäuschung und er gebraucht zwei Wörter, die ins Auge fallen: Gewissensnot. Pützmann sah also sein widerständiges Verhalten im Nationalsozialismus als Resultat einer Gewissensentscheidung und Leidensgenossen, und damit meinte er die politischen Häftlinge, in erster Linie die Kommunisten, mit denen die Zeugen Jehovas zusammen im Gefängnis und in den Lagern gesessen haben, die Leidensgenossen, und diese brachten sie jetzt wieder in diese Gewissensnot, weil sie eben verlangten, dass sie politischen Organisationen beitreten sollten, dass sie
sich an politischen Aktivitäten oder an Wahlen beteiligen sollten. Und später, ab 62 dann, kam ja der Wehrdienst auch noch dazu. Die Pützmanns haben diese Aberkennung ihres ODF-Status, Opfer des Faschismus-Status, nicht einfach hingenommen. Sie haben energisch dagegen protestiert und ich habe sehr, sehr viele dementsprechende Unterlagen durchgesehen und selten derart ausführliche und kluge Argumente gefunden, wie diese beiden sie vorgetragen haben. Wie ging es mit den Pützmanns weiter, nachdem sie Harzwalde verlassen haben? Sie sind nach Friezen gezogen, im Brandenburgischen, im Oderbruch. Dort wurde Kurt Pützmann als Gruppendiener in der Gemeinde eingesetzt, hat das Missionswerk neu organisiert, hat die Verbindung zum Westberliner Zweigbüro aufrechterhalten, hat Literatur von dort auch geholt. Beruflich war er Schlosser, seine Frau konnte nicht arbeiten. Die KZ-Haft hat dermaßen schwere gesundheitliche Schäden bei ihr hervorgerufen, schweren Gelenkrheumatismus, dass sie einfach dazu nicht in der Lage waren. Beide wurden Anfang 1946 als Opfer des Faschismus anerkannt und beide erhielten auch ihren ODF-Ausweis. Die erste Konfrontation mit dem neuen Regime, die war schon im Mai, Juni 1948, als beide nämlich nicht am sogenannten Volksbegehren teilnahmen. Das war eine von der SED initiierte Aktion, die sich gegen eine Staatsgründung in den Westzonen richtete. Im Juli 1949 wurde Kurt Pützmann dann von der Kriminalpolizei in Bad Freienwalde vorgeladen. Vermutlich ging es da auch schon um das Missionswerk und es ging um die Zusammenkünfte der Religionsgemeinschaft. Und im September 1949 wurde er dann von der Staatssicherheit in Bad Freienwalde sogar schon einige Tage inhaftiert. Im selben Monat wurden beide aufgefordert, ihre ODF-Ausweise doch bei der Behörde vorzulegen, denn es sollte eine Änderung eingetragen werden. Das haben beide gemacht. Die Ausweise haben sie nie zurückerhalten. Ende April 1950 wurde ihnen dann der Status als Verfolgte des Naziregimes aberkannt. Ich lese mal aus der Begründung ein paar Zeilen. Sie gehören beide zu dem Kreis der ernsten Bibelforscher. Ihre Einstellung zum Staat ist negativ. Bei dem Volksbegehren im Jahr 1948 für die Einheit Deutschlands wurden sie beide aufgefordert, dafür zu stimmen. Beide haben sie abgelehnt. Auch jetzt stehen sie in Gegnerschaft zur Demokratischen Republik. Sie sind nicht Mitglied der VVN oder einer Partei noch einer anderen Organisation. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass wer nicht mit uns ist, ein Gegner unserer Sache ist. Wer aber Gegner ist, der kann auch nicht zum Kreis gehören, der vom Staat als Verfolgter des Naziregimes anerkannt ist. Damit war die politische Ausrichtung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, der VVN, eindeutig. Das hat auch eine Entwicklung gegeben, einige Jahre. Viele haben gesagt, nicht nur Kommunisten sollen anerkannt werden, auch Zeugen Jehovas. Aber jetzt war klar, NS-Opfer, die SED-Politik nicht vorbehaltlos und aktiv unterstützten, hatten keinen Anspruch, als solche zu gelten. Egal, was sie erlitten hatten, egal, wie lange sie inhaftiert waren. Bleibt noch zu erwähnen, das kann man in der Ausstellung schön sehen, dass der Briefkopf dieses Schreibens, der enthält einmal den roten Winkel für politische Häftlinge, und dann noch ein Emblem mit Stacheldraht und drunter stand geschrieben, vergesst es nie. Da kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, was sie empfunden haben, als sie dieses Schreiben in der Hand hatten. Kurt Pützmann protestierte, berief sich auf die Verfassung und ich möchte aus seiner Argumentation auch einige Zeilen vorlesen. Jehovas Zeugen haben zu aller Zeit für den Frieden gekämpft und haben sich geweigert, Kriegsmaterial herzustellen, das zur Vernichtung der Befreier Deutschlands führen konnte. Wie Frau Dr. Wickert schon erwähnte, die Weigerung auch
im KZ in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, gehörte hier dazu. So wie in der Vergangenheit stehen auch heute die Zeugen Jehovas unbedingt für den Frieden ein und ihnen undemokratisches Verhalten vorzuwerfen, ist absurd. Die Zeugen Jehovas sind weder Feinde eines Volkes, des Staates, noch irgendeiner Partei oder eines Menschen. Sie wegen ihrer neutralen Stellung als Feinde anzusehen und deshalb von den Rechten, die anderen Gliedern der VDN gewährt werden, abzuschneiden, ist undemokratisch. Keine 10 Tage später wurde dieses Schreiben beantwortet und die Aberkennung schriftlich bestätigt. Kurt Pützmann konnte hier nicht sofort darauf reagieren. Die Volkspolizei hatte ihn festgenommen. Sie haben eine Hausdurchsuchung gemacht und bei ihnen auch den Wachturm vom 1. April 1950 gefunden. Dieser Wachturm wurde dann später im Herbst 1950 als ein Beweismittel vor Gericht verwendet, bei dem ersten großen Schauprozess vor dem Obersten Gericht der DDR in Berlin im Oktober. Und da war nämlich ein Satz zu finden. Der Satz lautete: Wir fürchten die Kommunisten genauso wenig, wie wir die Nazis gefürchtet haben. Er wurde erstmal wieder entlassen, kam nach Hause und legte in einem Einschreiben mit seiner Frau, wie er schrieb, feierlichst Protest ein, erklärte anhand der Durchführungsbestimmungen der Anordnung zur Sicherung der rechtlichen Stellung der anerkannten Verfolgten des Naziregimes vom 10. Februar 1950, also die war aktualisiert worden, dass diese Aberkennung überhaupt nicht rechtens ist, und hat weiter argumentiert. Dadurch, dass man versucht, einen Druck auf uns auszuüben, uns zu zwingen, für eine bestimmte politische Richtung, ja für Politik überhaupt einzutreten, werden die Gewissensfreiheit und andere Grundrechte freier Menschen abgeschafft. Jeder, der in der Nazizeit mit uns in der einen Front des Widerstandes gestanden hat, der mit uns unter denselben Bedingungen eingekerkert war, kennt unsere schon damals neutrale Stellung politischen Dingen gegenüber. Damals waren alle, ob Bibelforscher, Kommunisten oder andere, Gegner des Naziregimes und wurden alle gleich angesehen. Und dann fragt er: Ist es nun demokratisch, wenn man unter Missachtung der erlittenen Qualen heute einfach einem Menschen das Recht, ein Opfer des Faschismus zu sein, streitig macht? Ist es nicht eine der Tugenden der Demokratie, dass man die Meinung anderer achtet, auch wenn man nicht damit übereinstimmt? Wird das nicht durch die Verfassung der DDR gewährleistet? Und ist es nicht absurd, wenn man jemanden, der bei den Nazis als unpolitisch galt und auch jetzt unpolitisch sein und bleiben will, heute wegen seiner Weigerung aufgrund seiner Glaubensfreiheit, die ausdrücklich nach der Verfassung gewährleistet ist, sein gutes Recht nimmt? Abschließend hat er hier noch auf dieses Argument geschrieben: Wer nicht mit uns ist, ist Gegner unserer Sache. Wie will man denn den Beweis dafür erbringen, dass jemand, der nicht Mitglied irgendeiner Partei ist, ein Gegner der DDR ist? Im Gegenteil, da wir vom Recht der Glaubensausübung und der Gewissensfreiheit Gebrauch machen und gänzlich neutral sind, sind wir keineswegs Gegner der einen oder der anderen Richtung. Seine Argumente waren zwingend und eigentlich hätten sie die ehemaligen Leidensgenossen im Landesausschuss beschämen müssen. Das waren ja auch alles ehemalige KZ-Häftlinge. Aber sämtliche Logik nützte nichts. Die politischen Entscheidungen waren gefallen. Die VVN war ein Instrument der SED geworden und hatte Jehovas Zeugen auszuschließen. Also um das nochmal ganz klar festzuhalten, beide wurden 1946 als Opfer des Faschismus anerkannt, weil sie als Bibelforscher inhaftiert waren. Und beide wurden 1950 aberkannt, weil sie, Zitat, zum Kreis der ernsten Bibelforscher gehörten. Und jetzt die Frage, wie man in diesen 5 Jahren, also es kam ja gleich das Verbot dann, wie man in diesen 5 Jahren es geschafft hat, aus Opfern plötzlich Straftäter zu machen. Und ich meine, die Methoden sind heute in vielen Ländern gar nicht so unähnlich. Propaganda
zum einen. Schon für 1948 lassen sich erste politisch motivierte Presseartikel gegen Zeugen Jehovas nachweisen. Ab Mitte 1949 hat dann das SED-Politbüro ganz gezielt die Presse und den Rundfunk eingesetzt, um, Zitat, amerikanische und imperialistische Propaganda der Zeugen Jehovas zu entlarven. Es wurden da also auch Horrormeldungen verwendet, also Morde und Selbstmorde, und das wurde halt Zeugen Jehovas irgendwie in die Schuhe geschoben. Und es wurde am Ende so hingestellt, dass die Bevölkerung doch endlich ein Verbot der Kriegstreiber verlangte und dass man mit dem Verbot dann nur diesem Verlangen nachkam. Und man hat sich, und da sehen wir auch eine Abbildung in der Ausstellung, man hat sich nicht gescheut, auf Methoden aus der Nazizeit zurückzugreifen. Da ist eine Abbildung aus der Zeitschrift Der frische Wind, das war der Vorgänger vom Eulenspiegel, vom 15. September 1950, eine Karikatur und ein dazu veröffentlichter Text von dem später DDR-kritischen Schriftsteller Günter Kunert. Ist der Text, den Text haben wir nicht mit drauf, das war zu lang. Genau. Und wenn man sich Text und diese Karikatur ansieht, erinnert das so sehr an die antisemitische Propaganda in der NS-Zeit. Also Zeugen Jehovas, die auf einen Nazi zeigen und den Atomkrieg herbeiführen wollen und so weiter. Und man hat sich auch nicht gescheut, Beweise zu schaffen, ne? Beweise zu fingieren, zu manipulieren. Am 30. August 1950 gab es eine DDR-weite Verhaftungswelle. Das Bibelhaus in Magdeburg wurde an diesem Tag überfallen. Das war die ostdeutsche Zentrale der Zeugen Jehovas, schon seit den 20er Jahren in Betrieb. Die Mitarbeiter wurden verhaftet, das Gebäude beschlagnahmt, besucht und jetzt hat man Beweisfotos inszeniert. Man hat Waffen fotografiert dort. Man hat Berge von amerikanischen Zigaretten fotografiert. Wer Jehovas Zeugen kennt, weiß, dass damals zumindest im Bibelhaus mit Sicherheit keiner geraucht hat. Und man hat ein Foto, was wir auch in der Ausstellung haben und was ich eigentlich am bezeichnendsten finde. Also diese Fotos wurden dann in der Presse veröffentlicht und vor Gericht verwandt. Und das Foto, was wir in der Ausstellung haben, das habe ich aber nicht in der Presse gefunden. Das habe ich nur in den Stasi-Akten gefunden. Das war wahrscheinlich war es irgendjemand dann doch zu heiß. Man hat einen Bücherschrank fotografiert mit Büchern der Wachturmgesellschaft, auch mit anderen Nachschlagewerken und so weiter. Dann hat man ein Kongressplakat mit dazu gehängt, ich glaube 48 oder 49. Das Motto war, es ist später, als du denkst. Das klang schon so ein bisschen geheimnisvoll. Und dann hat man ein Hitlerbild reingestellt. Und dann hat man ein Foto gemacht. Ja, dass der größte Teil der Mitarbeiter im Bibelhaus selbst bei den Nazis inhaftiert war, das hat keinen interessiert. Und ich habe, nachdem wir Buch und Ausstellung fertig hatten, in einen anderen Vorgang mal gefunden, da haben die Nazis bei einer Hausdurchsuchung bei einer Familie laut Bericht angeblich ein Stalin-Bild an der Wand gefunden. Das offizielle Verbot der Religionsgemeinschaft erfolgte einen Tag später, am 31. August 1950, das war ein Donnerstag. Veröffentlicht wurde es am 5. September 1950, ein Dienstag. Dazwischen erschienen noch einige Presseartikel, überschrieben zum Beispiel, wie lange wird die Kriegshetze noch geduldet oder die Bevölkerung verlangt energische Maßnahmen. Und meine These ist, ich habe da jetzt in den Akten nichts gefunden, auch nicht danach gesucht, dass die Bevölkerung schon noch ein bisschen vorbereitet werden sollte auf das Verbot. Dass da also noch ein paar Presseartikel folgen mussten, bevor man das Verbot dann veröffentlichen konnte. Und tatsächlich am 5. September stand dann als Begründung des Verbotes damit, die Regierung der DDR hätte damit eine Forderung der friedliebenden Bevölkerung erfüllt. Wie ging es mit den Pützmanns weiter? Elisabeth Pützmann wurde nicht
inhaftiert. Sie hat man da also in Ruhe gelassen. Aber Kurt Pützmann wurde auch am 30. August 1950 verhaftet durch die Große Strafkammer beim Landgericht Eberswalde zu 10 Jahren Zuchthaus und 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Und der Vorwurf war hier Boykotthetze, staatsgefährdende Nachrichtenübermittlung und Kriegshetze. Genau, jetzt kommen wir zu der Folie. Nach Artikel 6 der DDR-Verfassung und nach der Kontrollratsdirektive 38. Also diese beiden Gesetze, Paragraphen, im Volksmund sagt man, das waren Gummiparagraphen. Ursprünglich angelegt, geschaffen zur Verurteilung von Kriegsverbrechern, von Nationalsozialisten gegen Kriegshetze und Hetze gegenüber anderen, hat man diese Paragraphen schließlich auf alles angewendet, was irgendwie gegen die Politik der SED gerichtet war. Und es war auch so, man wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ist Boykotthetze und wie viel Gefängnisstrafe gibt es dafür. Ne? Das konnte also auf alle angewendet werden. Da fielen also nicht nur Zeugen Jehovas darunter, da fielen auch ganz viele andere Personen drunter, die aufgrund dieser Gesetze verurteilt wurden. Als dann die Kontrollratsdirektive 1958 wegfielen, hat man das Gesetz zur Ergänzung des Strafgesetzbuches ins Leben gerufen, wo Nachrichtenübermittlung, Spionage und so weiter aufgeführt wurden. Und dann hat man Zeugen Jehovas auch wegen ihren Kontakten zur Religionsgemeinschaft in Westdeutschland oder weil sie eben Schriften illegal eingeführt haben, verurteilt. Und ab 1962 dann wegen Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls. Ja, wir können uns die Pützmanns nochmal angucken. Kurt Pützmann wäre nicht Kurt Pützmann, wenn er nicht gegen dieses Urteil protestiert hätte. Er hat also Revision eingelegt am 8. Februar 1951 und hat diese Punkte, die ihm da vorgeworfen wurden, in dem Urteil widerlegt. Und ich will nochmal 2 Sätze vorlesen daraus. Die Demokratie wird zur Farce, wenn mit Druck oder Gewalt jemand zu einer politischen Entscheidung gebracht werden soll. Die Gewissensfreiheit muss bestehen bleiben. Als Christ kann man nicht für einen Weltblock gegen einen anderen Stellung beziehen. Und dann meint er schon etwas resignierend, wenn man das nicht tut, also die Revision annehmen, muss ich die Folgen eines solchen ungerechten Verfahrens als Christ auf mich nehmen. Die Verantwortung wird aber bei denen liegen, die gläubige Menschen ohne Ursache verfolgen. Ob diese Revision je bearbeitet wurde, ist unklar. Auf alle Fälle blieb sie wirkungslos. Kurt Pützmann verbrachte die Haft in verschiedenen Haftanstalten in Luckau, in Halle. Ich weiß es allerdings nicht, wo genau. Ich glaube, das habe ich auch nicht rausbekommen. In Waldheim, in Torgau und die restliche Zeit im Haftarbeitslager Dresden-Klotzsche. Er ist 1957 auf Bewährung entlassen worden, hat mit seiner Frau nach der Haft weiter für seinen Glauben gewirkt und ist 1975 verstorben. Elisabeth Pützmann hingegen hat den Untergang der DDR erleben dürfen, hat die Rehabilitierung ihres Mannes noch erleben dürfen. Sie ist im Januar 2002 verstorben. Die DDR hat sich immer als den antifaschistischen Staat auf deutschen Boden bezeichnet, was sie aber nicht davor zurückgeschreckt hat, Opfer des Faschismus erneut zu inhaftieren und ihnen ihre Rechte abzuerkennen. Das betraf nicht nur die Zeugen Jehovas, das betraf auch andere. Denken wir an Sozialdemokraten, selbst Kommunisten, die sich irgendwann mit dem System oder die mit dem System nicht mehr einverstanden waren oder auf Verdacht verfolgt wurden, selbst die betraf das. Und so will ich Konrad Weiß hier zustimmen, dem Regisseur, der das bezüglich der jüdischen Opfer sehr treffend zum Ausdruck gebracht hat. Ich finde, das bringt das gut auf den Punkt. Der DDR
der Antifaschismus der DDR war ein gebrochener Antifaschismus, so wie man ein Wort bricht oder wie Ideale brechen. Ja, vielen Dank. Wir beide stehen gerne noch für einmal jetzt für Fragen und Antworten zur Verfügung und auch hinterher gerne zu Führungen, wenn jemand noch in die Ausstellung möchte und wir da was erklären können. Sie dürfen sich gar nicht zu Fragen trauen. Ehe Sie fragen, will ich vielleicht zwei kleine Dinge ergänzen, wenn ich darf. Die meisten von Ihnen wissen, dass wir hier sowieso an einem sehr historischen Ort sind, der mit beiden Themen intensivst verbunden ist. Wenn ich an die Nazizeit denke, unten in der Ausstellung thematisieren wir die Verfolgung der Zeugen Jehovas in den 30er Jahren, weil das hiesige Sondergericht zuständig gewesen ist für die Aburteilung. Im gesamten Oberlandesgericht zwischen Augenburg und dazu hat Magdeburg mir einmal gehört. Und da kamen auch die ersten Familien her. Wenn wir in den Strafprozesslisten immer Ehepaare finden, die untereinander stehen, dann ist das, sind das 90% Verfahren gegen Zeugen Jehovas. Die anderen Paare gehören zu kommunistischen Familien. Das kann man mal besuchen. Dann ist im Zweiten Weltkrieg dieses Gebäude der Tötungsort für 57 Zeugen Jehovas. Ne, der Raum ist genau unter uns, wir wissen ganz genau Bescheid über diese Vorgänge und finden immer noch neue Dinge raus. Und das, was Falk Bersch gerade erläutert, diese Verhaftungsorgie der Staatssicherheit 1950 in Magdeburg, führt dann dazu, dass der Rote Ochse an die Staatssicherheit übergeben wird. Weil die Magdeburger Stasi gar keine Möglichkeit hatte, so eine große Gruppe frisch verhafteter Personen unterzubringen, weil in Magdeburg die Gefängnisse zerstört gewesen sind. Eigentlich sollte der Rote Ochse, der ja damals noch von den Sowjets benutzt worden ist als Haftanstalt, übergeben werden an das Ministerium des Innern der DDR. Die machten ja den Strafvollzug, die Polizei, nicht die Justiz. Das war schon vollzogen worden im Juli 1950. Und dann machen wegen dieser Verhaftungswelle gegen die Zeugen Jehovas die Sowjets einen Rückzieher, das MDI kriegt das wieder weggenommen und es wird an die Staatssicherheit übergeben. Und die erste große Gruppe Gefangener, die hier inhaftiert werden, sind Zeugen Jehovas gewesen. Und dann sind wir zusammengekommen, weil wir zum Beispiel die Häftlingsgesellschaft auf der anderen Seite, also im Strafvollzug, untersucht haben und Falk Bersch herausgefunden hatte, dass dort wieder die große kompakte Gruppe, vor allen Dingen der Frauen, die oben in den Arbeitsetagen an den Nähmaschinen gesessen haben und Zwangsarbeit für die DDR-Regierung leisten mussten, Zeuginnen Jehovas gewesen sind. Und die Karteikarten dieser Frauen, die gibt es ja heute noch, die sind auf der anderen Seite dieser Mauer, im Zentralarchiv der Haftanstalten im ehemaligen Bezirk Halle und Magdeburg der Deutschen Demokratischen Republik. Also dieser Kreis von dem, was hier erläutert worden ist und was wir in der Ausstellung haben für das KZ Ravensbrück und die frühen Haftorte in der DDR, beginnt oder schließt sich hier, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und wenn ich hier rumschaue, dann haben wir hier selbst Männer sitzen, die zu den Letzten gehören, die in den 80er Jahren noch eingesperrt worden sind, weil sie keinen Kriegsdienst leisten wollten. Also dieser Ort und das, was hier sehr eindrucksvoll vorgetragen worden ist, gehören sehr eng zusammen. Und als Letztes möchte ich mich bedanken bei denen, die ganz hinten sitzen. Junge Leute, die keine Zeugen Jehovas sind, die aber letztes Jahr im Januar auf einem Grabfeld in Halle an der Saale, wo über 200 Ausländer bestattet sind, die während des Zweiten Weltkrieges in Halle umgekommen sind, von denen sind viele Hingerichtete. Und unter denen wiederum befinden sich österreichische Zeugen Jehovas. Und die jungen Leute haben sich die Mühe gegeben, auf dieser grünen Wiese, die keine Namensschilder kennt, sondern nur 18 Ländersteine liegen da,
kleine Fähnchen einzustecken und haben sich die Mühe gemacht, anhand der Friedhofsunterlagen die ganzen Namen zu rekonstruieren und haben mal ausgerechnet, wie alt die Leute gewesen sind, als man sie ermordet hat. Und die jungen Leute machen das in unterschiedlicher Konstellation in der Gruppe schon seit vielen Jahren und die heißen bezeichnenderweise Tagebuch der Gefühle. Und dass sie heute hier sind, ist besonders schön. Kurz was zu den eingesperrten Zeugen Jehovas in den anderen KZs. Also die können ja nicht nur in Sachsenhausen gewesen sein. Zum Beispiel in Buchenwald. Ja. Denn, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Im Augenblick, wenn ich als Zeugin Jehova im KZ bin und darf dann als Kindermädchen arbeiten, da stelle ich mir das ja idyllisch vor. Nee. Jetzt mal. So. Aber wenn ich als Zeugen Jehova im KZ Buchenwald eingesperrt bin, oder Esterwege oder sonst wo, dann ist das doch irgendwas anders. Dann bin ich doch näher an den kommunistischen Leidensgenossen dran, als wenn ich die ganze Zeit auf irgendwelchen Gütern, wo es vielleicht noch genug zu essen gibt, in Zivil arbeite. Das ist mir jetzt nicht so deutlich. Soll ich von Sie? Ja. Also einmal ist Zeugen und Zeugen Jehovas waren wohl in allen Konzentrationslagern und auch in fast allen Außenlagern, wenn man die Kriegsgefangenenlager vielleicht wegrechnet. Also es gibt, glaube ich, kein KZ. Im Osten kann ich das jetzt vielleicht nicht sagen. In Auschwitz waren auch Zeugen Jehovas, aber da gab es ja noch so viele Lager. Aber ansonsten gab es in allen, auch größere Gruppen, auch in den frühen KZs waren Zeugen Jehovas. Und das, was Frau Dr. Wickert hier gesagt hat, das betraf auch nur eine bestimmte Zeit, dass halt Zeugen Jehovas zu besonderen Einsätzen oder in besondere Außenlager gekommen sind und es ging ihnen dort bei Weitem nicht in jedem Fall so wie in Harzwalde. Harzwalde war schon ein, etwas ganz, ganz Besonderes. Ne? Also sowas gab es nicht nochmal. Das hing damit zusammen, dass der Felix Kersten halt auch ein besonderer Mensch war, ein sehr zwiespältiger Mensch. Der hat sogar die Literatur für die Zeugen Jehovas aus dem Ausland in das Lager geschmuggelt. Ne? Also der hat sich irgendwie auch mit ihnen solidarisiert. Also sehr zwiespältige Persönlichkeit. Die Zeugen Jehovas wurden, ich denke, das war ab 1942, als zu solchen in solche Haushalte einberufen, unter anderem auch in den Lebensborn, da können Sie vielleicht noch mal was mit zu sagen, weil Hitler eben Himmler gemerkt hat, ich kann die nicht brechen. Ne? Also die haben ja vorher unglaublich gelitten, gerade in Ravensbrück, die waren 2 Wochen in Dunkelarrest, weil die keine Patronentaschen nähen wollten. Die waren Monate in der Strafkompanie. Aber die haben nicht klein beigegeben. Und da kam Himmler irgendwann der Gedanke, die können wir doch irgendwie anders einsetzen. Das war, glaube ich, Kersten, der das Himmler eingebracht hat. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja, ja. Also vielleicht kann ich das mal konkretisieren. Ich durfte früher mal, das muss so 1975 gewesen sein, in Altenherden kennenlernen, der Zeugen Jehovas war und ist, also, nee, andersrum, ist und war, also der ist ja inzwischen gestorben, der im KZ Buchenwald eingesperrt war und der in seinem zivilen Leben was mit der Medizin zu tun hatte. Und der war, ich glaube, 10 Jahre in Buchenwald, von Verhaftung bis Befreiung. Der war Sanitäter und der durfte in Buchenwald die Anästhesien machen,
Und angeblich, oder ich kenne Buchen, also ich kenne zwar Buchenwald, aber da gibt es vielleicht Veröffentlichungen oder Forschung. Angeblich haben sich in diesem Sanitätstrakt oder in diesen OPs auch SS-Leute operieren lassen, aber nur, wenn Herr W. die Anästhesien gemacht hat, weil er die gewusst hat, sollte das vielleicht ein Kommunist machen, werden sie nicht wieder aufwachen, macht das im Zeuge Jehova, wachen sie unter Garantie wieder auf. Also das hängt... Aber das... Ja, ja. Ich habe mal ein ganzes Forschungsprojekt über diese ganzen medizinischen Abteilungen in Konzentrationslagern gemacht. Das Problem mit Buchenwald war, dass der überwiegende Teil der zwangsverpflichteten Häftlinge in den Krankenrevieren keine medizinische Vorbildung hatten. Und wenn der Glaubensbruder von ihnen also eine sozusagen eine medizinische Vorbildung hatte, damit hatte er eine Qualifikation, die mehr war als die meisten anderen. Die haben die eingewiesen und dann mussten sie als Pfleger und Assistenten da irgendwie tätig werden. Aber das war sozusagen sein großer Vorteil, dass er vorher in seinem normalen Leben eine medizinische Erfahrung hatte. Und das war dann der Grund, weswegen die SS-Männer eben auch mehr vertrauten. Ja, ja. Ich will jetzt... Aber das ist nur zu Ihrer Erklärung. Ne? Ja, ja. Also, mir leuchtet das ein, was Sie erzählen. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen, mein Glaubensbruder. Aber ich wusste nicht, dass man Zeuge Jehova sein muss, wenn man hierher kommt. Nein. Ich bin auch keine Zeuge Jehova. Vielleicht kann ich noch eine kleine Story erzählen, wenn jetzt niemand anders was erzählen will. Wir haben, also bei unserer Familie hat immer unsere Oma und unser Opa gelebt, in unserer großen Wohnung. Und unsere Oma war auch Zeugin Jehova. Aber die muss das erst später geworden sein, weil ihr Sohn ist ja im Krieg gefallen. Und der andere Sohn kam aus der Gefangenschaft wieder, also mein Onkel. Aber ich weiß, wenn die Wahlen waren, dann kam, also ich muss mal sagen, wir sind in einer Irrenanstalt groß geworden. Unser Vater war der Zahnarzt und wir hatten eine Dienstwohnung. Und Sie kennen das ja, wer in der DDR groß geworden ist, wer nicht zur Wahl ging, dann kam jemand mit der fliegenden Wahlurne. Und dann hat er geklingelt und dann hat mein Vater die Tür aufgemacht und dann hat er gesagt, ach Herr Rösler, Sie wissen doch, meine Schwiegermutter, die wählt doch nicht. Ja, Herr Doktor, ich weiß schon, aber ich muss ja wenigstens klingeln kommen. Also dadurch, dass wir in der Irrenanstalt gewohnt haben, dass mein Vater da Zahnarzt war, da hat meine Oma ja nie Ärger gehabt. Aber wir wissen es nicht, also wir wissen es nicht genau. Das sind so Enklaven vielleicht. Ja, aber das kommt in allen Gesellschaften vor, dass Leute sich gegenseitig helfen. Also insofern ist das auch eine wichtige Story. Aber da meldet sich schon die ganze Zeit jemand da möglicherweise. Ich habe zwei Fragen, die ich vielleicht akustisch einfach nicht richtig verstanden habe. Das eine würde mich interessieren, gab es in Ravensbrück direkt Hinrichtungen? Frage 1. Und Frage 2, waren Zahlen vor dem Krieg 25.000 Zeugen Jehovas, nach dem Krieg 23, bezog sich das auf ganz Deutschland oder auf den Ostteil Deutschlands? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, überhaupt, das war ein bisschen... Die Zahlen von vor dem Krieg bezogen sich auf ganz Deutschland, das hat der Kollege auch genannt. Und die zweite Zahl war die von der DDR. Aha, okay. Um das im Verhältnis zu sehen, dass es ja gar nicht so, also dass auch viele Leute gewonnen worden waren, auch in der Nazi-Zeit. Die erste Frage können Sie beantworten, glaube ich. Hinrichtung. Ach so, ja. Es gab in der Spätphase Hinrichtungen. Aber erst in der Spätphase und die fanden in Dröden statt, was ein Außenkommando, wenn man von Berlin nach Fürstenberg fährt, der letzte Ort vor Fürstenberg ist heute Nowhere,
von der Roten Armee besetzt gewesen ist und benutzt worden ist, es existiert nichts mehr. Dort war das dann. Ich wollte gerne noch wissen, die Verurteilung von dem Kurt Pützmann war ja zu 10 Jahren Zuchthaus. Er wurde aber schon nach 7 Jahren entlassen. Was war denn der Grund dafür, dass er so begnadigt worden ist? Das war allgemein üblich damals. Da gab es bestimmte Tage auch. Ich weiß jetzt nicht, 1957 Wilhelm Pieck gestorben oder irgend sowas. Der Geburtstag war am 3. Januar. Das von Pieck, also Präsident der DDR, war immer ein Begnadigungsdatum und der 7. Oktober. Darum gab es noch die Kommission. Also ganz breit gestreut waren dann diese Begnadigungen. Das waren diese menschlichen Züge. Ja. Also es gab auch Zeugen Jehovas, die haben ihre 10 Jahre Haftstrafe voll abgesessen. Aber es gab eben auch einige, denen wurden ein paar Jahre oder ein paar Monate entlassen. Und es gab damals auch so eine Vorkehrung, dass man sich ja Tage erarbeiten konnte, sag ich mal. Also wenn man in der Arbeit im Strafvollzug über der Norm war, dann hat das die Haftzeit verkürzt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie eher entlassen worden sind, weil sie haben das ja sozusagen rausgearbeitet. Ne? Das hat es auch gegeben in einigen Fällen. War das schon in den 50er Jahren? Naja, ich glaube, ich denke mal. Ich glaube, es sind 60er dann, ja, aber da kann ich mich auch irren. Vielleicht noch jemand, der wohl irgendetwas nicht deutlich rübergebracht haben, ist ja möglich. Aber vielen Dank für den beeindruckenden Vortrag. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Winkert. Und zwar, Sie haben eben angesprochen, dass die Zeugen, das nicht geflohen sind aus den KZs. Also das beschäftigt mich schon sehr lange. Ich habe also noch nie so eine richtig plausible Antwort gefunden bisher. Vor einer Woche habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen über die Ostjuden, wo ein Historiker gesprochen hat. Und da bin ich ins Gespräch gekommen mit einem evangelischen Theologen. Und der hat, ich weiß nicht, war vor Jahren Gespräche geführt mit Zeitzeugen der Zeugen. Und er sagte mir, dass dabei zur Sprache kam, dass die Zeugen Jehovas nicht wollten, dass andere Häftlinge mit Folgen konfrontiert würden, die ja damit verbunden waren, wenn jemand flieht. Ja. Das hatte ja ganz immense Folgen. Ja, und auch ein Argument. Ja. Und das ist jetzt meine Frage, können Sie das bestätigen oder gibt es noch andere Gründe, die Ihnen bekannt sind? Also ich habe aber, für mich ist es noch eine ziemlich starke Fragestellung. Und ich finde die ja sehr bedeutend, ja, weil es auch im Rückweg für die betroffenen Zeugen und auch sehr viele sich als vorteilhaft erwiesen hat, dass sie diese Einstellung hat. Also das ist einer der Gründe sicher, die von mir nicht politisch nicht so sehr geschätzte Margarete Buber-Neumann hat ja in ihren Erinnerungen ein Kapitel geschrieben, wo sie sozusagen den Blog der Zeugen Jehovas in Ravensbrück vorstand und hat sie also dafür bewundert, dass sie genau, also dieses, dass sie eben nicht abgehauen sind. Das ist sicher auch einer der Gründe, wenn es sagen Beziehungen gab. Aber die waren ja nicht immer gewährleistet, weil man Zeugen Jehovas und Zeugen Jehovas ja auch in extra gemeinsamen Blogs untergebracht hat. Das war also in Ravensbrück keine Ausnahme, ne, dass es einen separaten Block gab. Ich glaube, um die Solidarität zu verhindern zu anderen Häftlingsgruppen durchaus auch. Und dann hat man aber jemand nicht von den Zeugen Jehovas sozusagen als die oben drüber da vorgesetzt. Ich denke, es hat was mit dem Glauben zu tun. Das ist Schicksal, das ist die Aufgabe, die ich zu bewältigen habe von Jehova. Sowas gibt es ja auch in den anderen christlichen Gemeinschaften. Also ich komme ursprünglich mal aus einer katholischen Familie, da kenne ich nur ähnliche Grundeinstellungen. Insofern verwundert mich das überhaupt nicht. Und das passt auch zu dem, was Sie sagen. Ja, weil die Solidarität, das taucht immer wieder in den Erinnerungen auf, untereinander
war, konnte durchaus, wenn man sich kennengelernt hatte, also man half sich gegenseitig. Das konnte auch sein, dass Leute aus der gleichen Haftgruppe, da hat man sich nicht geholfen. Ja, also wir müssen uns so eine Häftlingsgesellschaft in einem KZ vorstellen, wie auch hier unsere Gesellschaft. Es gab Arschlöcher, wenn ich mal den Begriff so mal kurz sage, um das nicht zu weit auszuführen. Genauso wie Leute, die aufeinander geachtet haben und sich gegenseitig geholfen haben. Und wahrscheinlich waren es mehr Leute, die Dinge gemacht haben, die wir nicht so unbedingt gerne wissen möchten, dass sie dieses getan haben. Das sollten wir uns auch klar machen. Und zwar in allen Häftlingsgruppen, ne? Also nicht nur bei den Asozialen und Kriminellen, wo es dann immer erstmal so hieß, aber das stimmt so nicht. Ergänzend kann man dazu vielleicht noch sagen, dass die Diskussion bei den Nazis ja tatsächlich gewesen ist, wie man mit den Zeugen Jehovas im Strafvollzug und dann im Konzentrationslager auch umgeht. Und die Nazis sind ja die ganze Zeit darüber in bestimmten Sinne fasziniert gewesen, dass die Zeugen Jehovas ja gar nicht politisch gegen sie vorgegangen sind. Nicht so wie Kommunisten oder wie Sozialdemokraten oder wie organisierte Widerstandler in den besetzten Ländern Europas. Es gibt ja keinen bewussten, aktiven Widerstand gegen die Nazis. Das konnten die gar nicht verstehen. Und sie glaubten aus Gesprächen mit Häftlingen, das habe ich mal gelesen in der KZ-Gedenkstätte in der Wewelsburg. Die Wewelsburg hat ja extra ein Konzentrationslager bekommen, um die Wewelsburg herzurichten, als geistiges Zentrum des Himmler-Weltreiches. Also da war ja der Mittelpunkt der Welt und diese dreieckige Burg wurde gebaut. Unter enormem körperlichen Aufwand, die haben einen Turm austäufen müssen, um den möglichst tief zu gestalten, eine Knochenarbeit. Und die Masse der Häftlinge in der Wewelsburg sind Zeugen Jehovas gewesen. Die galten als absolut zuverlässig, die würden sich nicht auflehnen, die würden arbeiten bis an ihre körperlichen Grenzen und würden das betrachten als von Gott auferlegt und sich nicht dagegen wehren. Und aus dem Grund, den Sie genannt haben, auch, sie würden nicht flüchten, weil sie andere nicht in Gefahr bringen wollten und glaubten, dass das, was der Hitler da macht, endlich ist und keine Perspektive hat. Und das hat ganz vielen von denen tatsächlich geholfen, weil die in den Lagern, in den KZs und in den Zuchthäusern immer beieinander waren eigentlich. Das ist ja erstaunlich. Was uns ja auch immer in der Forschung erstaunt ist, dass die Zeugen Jehovas in Konzentrationslagern die einzige Gruppe waren, die sofort entlassen worden wären, wenn die ihren Glauben abgeschworen hätten. Und dann hätte man dieses Dokument, das ist ja nur so ein A5-Zettel, was sie hätten unterschreiben müssen, und der Name eingetragen, Unterschrift. Da waren die draußen. Und die Nazis können gar nicht verstehen, das ist kein Unterschied. Daraus haben welche unterschrieben. Ja, aber es ist nicht die Masse gewesen, was man darauf erwartet hat. Und aus diesem Grund raus, das ist aus diesem Unglauben der Nazis raus, dass es sowas überhaupt geben kann, ist diese besondere Behandlung erfolgt und hat auch dazu geführt, dass man eben weibliche Häftlinge für sowas eingesetzt hat, weil die tun würden, was man ihnen sagt, ohne aufzubegehren, was man mit anderen Häftlingen so nicht erwarten konnte unbedingt. Und dieses Argument, was Sie gerade gebracht haben, ich lasse mich lieber von dem Zeugen Jehovas behandeln, der tut mir nichts. Bei einer Kommunistin muss ich vielleicht damit rechnen, dass das schief geht. Das kommt ja auch daher. Aber die Rechnung der Nazis ist ja nicht aufgegangen, zum Glück. Ja, und also ich hatte ja dieses Beispiel der Familie Pohl erwähnt, wo die beiden Zeugen Jehovas mit der Frau und den Mädchen dann geflüchtet sind. Die haben im Übrigen laut Aussage der Eltern der beiden Töchter noch jahrelang bei der Familie gelebt. Und die haben, also Frau Pohl hat dann also in der Zeit, wo sie gleichzeitig für die Freilassung, zum Glück vergebliche Freilassung ihres Mannes kämpfte, hat sie dann den Zeugen Jehovas dann auch immer irgendwie Geld und Papier und sonst was gegeben, dass die ihre Sachen, die sie machen wollten, für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas auch erledigen konnten. Also die haben sich darauf eingelassen, im Grunde genommen die Vertreter der Täter oder der SS
auch in eine persönliche Beziehung reinzugehen. Also weil sie vielleicht auch die Kinder liebten. Das waren ja irgendwie eher Menschen, die hilfsbedürftig waren. Ja, muss man auch bedenken. Aber ich habe, da hinten war irgendwie eine Meldung. Können Sie mal lauter sprechen? Also ich spreche jetzt mal für die jungen Menschen, da haben mehrere von Tagen und da passiert wahrscheinlich auch ganz viel in den jungen Menschen jetzt gedanklich, weil dieses Thema auch immer wieder am Rande schon mal aufgegriffen wurde. Natürlich haben sie sich vorwiegend jetzt mit dem, in all den Jahren mit dem Antisemitismus beschäftigt. Wer sind Sie denn? Also, weil Sie sagen. Ach so, okay. Also, man hat sich natürlich mit dem Antisemitismus, aber auch im weitesten Sinne mit dem Rassismus beschäftigt, von damals, von heute. Und die Frage, die Sie sich eigentlich stellen, ist immer, was ist passiert, dass man viele Sachen bis heute nicht verstanden hat? Oder dass es heute immer noch Anschläge oder zu wenig Akzeptanz für bestimmte Menschengruppen in unserer Gesellschaft gibt? Die Frage ist natürlich, auch hier sehen wir wieder, dass immer wieder Fehler gemacht wurden. Wie viel ist bis heute hängen geblieben? Dieser Abneigung einer bestimmten Menschengruppe gegenüber, bloß weil sie andere eine Glaubensrichtung haben oder eine Einstellung haben. Weil das kam jetzt, ich glaube am Anfang auch gehört zu haben, wie sieht es heute aus? Wie werden diese Glaubensgruppe in unserer Gesellschaft akzeptiert? Politisch ja, aber wie nimmt die Bevölkerung das an? Wie nimmt man sie auf? Großgruppe der Gesellschaft, der Demokratie. Gibt es Anschläge auf Gotteshäuser, nenne ich sie jetzt mal, oder auch eine Beleidigung von einzelnen Menschen? Gibt es doch noch diskriminierende Sachen, die vielleicht auch ungewollt, vielleicht auch staatlich umgesetzt werden und so weiter? Das wäre ja mal eine spannende Sache zu sagen, weil die jungen Leute sich immer fragen, hat man denn endlich gelernt? In so vielen Jahren, nachdem so viel passiert ist. Ich denke, das wäre mal vielleicht eine spannende Frage. Ich glaube nicht, dass wir heute eine eindeutige Antwort drauf haben, aber das wäre eine spannende Frage und ich bin froh, dass die jungen Menschen dort dranbleiben, um zu verstehen und zu sagen, wie können wir es denn besser machen. Also eigentlich die letzte, seit dem Attentat in Hamburg, sage ich jetzt mal so ganz wertfrei, kann man eigentlich in der Presse und im Fernsehen, also das ging für mich schon an dem Donnerstagabend los, kann man eigentlich verfolgen, dass die Mythen und Vorurteile über die Zeugen Jehovas sich sehr gut gehalten haben und dass auch fehlerhafte Berichterstattung stattfindet. Normalerweise würde ich jetzt denken, wenn 7 Leute umgekommen sind, beziehungsweise 8 Menschen umgebracht worden sind, dann gäbe es eine Demonstration, nicht nur unbedingt also aus den betroffenen Kreisen, es gäbe Kundgebungen, es gäbe eine Gedenkfeier. Nichts dergleichen gibt es. Im Gegenteil, es wäre dann so, für mich, im Grunde sind sie Zeugen Jehovas selber schuld, dass es ihnen, dass sie es aussteigen und so schwer machen, statt mal hinzugucken. Keine Gemeinschaft kann einen Menschen, der so kaputt ist wie der Attentäter, das war irgendwie an irgendetwas hindern. Das ist doch anormal, wenn jemand solche Batterien von Waffen zu Hause hortet, wer hätte das denn verhindern können? Muss man das den Zeugen Jehovas in die Schuhe schieben? Ich meine nicht. Ja, es gibt überall Menschen mit psychischen Problemen. Aber hier hat eben auch die Überwachung versagt. Und wie gesagt, ich finde, die Solidarität ist reichlich mangelhaft. Und das sage ich als Nicht-Zeugin Jehovas. Vielleicht zu dem Thema, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren und gerade erst gestern habe ich erfahren, dass sich anscheinend daran nichts geändert hat, gab es ja diese sogenannten Sektenbeauftragten der Kirchen. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, als in meiner Schule in Braunschweig war das,
ein Sektenauftreiter kam und über die Zeugen Jehovas auch zu sprechen. Was ich dann Jahre später erfahren habe, war die Basis ein Buch, das von der Stasi eigentlich geschrieben wurde. Ach ja, diese Geschichte. Genau. Und gestern hat mich, weil ich gerade versuche, in Berlin auch mit Schulen darüber zu sprechen, jemand angesprochen, dass angeblich wird dieses Buch immer noch benutzt, um eben Schüler zu informieren über die Zeugen Jehovas. Und da frage ich mich dann, vielleicht ist das der Grund, dass es immer noch so viele Mythen gibt, weil das Buch ist eben erstens uralt und zweitens voller Lügen, um eben die Zeugen Jehovas zu diffamieren. Und deswegen hat man ja versucht, ja auch im Westen das Buch rauszubringen. Vielleicht ist das vielleicht ein Grund oder ein kleiner Baustein zu dieser Frage wäre. Ich denke schon, Aufklärungsarbeit ist durchaus also angebracht, und wo Menschen tätig sind, geht es natürlich auch irgendwie nicht immer alles glatt. Ich will nur eine Begebenheit vom letzten Samstag, also die ich da erlebt habe, ich ging aus meiner Wohnungstür raus in ein Mehrfamilienhaus und zwei junge Männer. Ja, zu ihnen wollten wir. Ich dachte mir schon, das sind zwei Zeugen Jehovas. Und dann hielten sie mir also so einen Flyer entgegen. Da stand vorne nicht das Zeichen von Jehovas Witnesses drauf, aber ich hab's natürlich gesehen. Und da sagte ich, ach, Zeugen Jehovas. Ja, woher sehen Sie das denn? Ach, sag, wissen Sie, ich glaube, ich gehöre zu den Nicht-Zeugen Jehovas, die ziemlich gut Bescheid wissen. Und ich habe mich damit beschäftigt, und dann das Ganze habe ich dann nochmal getoppt, indem ich gesagt habe, ich war sogar schon in Selters. Zu den wenigen dazu. Ja, und also können wir Ihnen nicht trotzdem was erzählen? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich weiß ziemlich viel. Also Sie müssen mir das jetzt nicht beibringen. Und ja, und wie ist das denn mit diesem Attentat? Ich sage, das ist, also habe ich mein Entsetzen signalisiert, und da sagte der eine nur, na, der wird schon seine Strafe vor Gott, vor Jehova kriegen. Ich sage, genau das ist das Problem. Das ist nicht so einfach. Wir müssen über den Tellerrand gemeinsam gucken. Er konnte wahrscheinlich nicht anders. Menschen sind unterschiedlich. Aber das ist natürlich nicht die Antwort gegenüber jemandem. Also, die können mich ja nicht kennen. Aber es ist nicht die Antwort zu sagen, der kriegt seine gerechte Strafe vor Gott. Wir müssen gemeinsam gucken, wie man sowas verhindern kann. Und nicht nur die Zeugen Jehovas und nicht nur sozusagen die Polizei etc. Ich denke mal, Gespräch ist notwendig. Viel helfen würde schon Toleranz. Ja. Die Diskussion gar nicht abbrechen und tut auch. Ja, ich danke unseren beiden Diskutanten.